Minecraft, Feed the Beast Light. Ich habe versucht, den Schock von gerade eben zu verarbeiten. So, irgendwie zum Verarbeiten mal. Und meine Deadline läuft. 5 Minuten Zeit, um meine Sachen zu holen. Die Deadline läuft. Ja. Da war ich jetzt ein bisschen zu aggressiv, würde ich mal sagen, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ich habe es nicht verstanden gerade, YouTube. Also ich weiß nicht, was das jetzt war. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, auf das hinaus. Ist klarerweise umstellen auf Friedlichkeitswellen. Das war jetzt echt eine Überraschung für mich mal. Das Mikro, da spielt man die ganze Zeit. Ich meine, wir haben jetzt zwei Parts hintereinander gespielt, kann man sagen. Es waren mindestens über eine halbe Stunde, wenn nicht eine Dreiviertelstunde sogar. Und meine Essensleiste geht nicht runter. Da fliegst du da runter, auf einmal kommen da Zombies, Creeper daher und weiß ich nicht was. Ja, und einfach bin ich tot. Nee, sorry, also das geht nicht. Also, nee, da bin ich einfach nur sauer gerade und angepisst etwas. Aber ja, ist ein Spiel. Muss mich wieder beruhigen, muss mich runterkommen von den ganzen jetzt. Holen wir mal die Sachen lieber nur. Habe ich meine Sachen zurück. Ist mir der Rest egal. Dann kann ich das verkraften etwas. Meine 18, 19 Level, was ich gehabt habe, ist mir so eigentlich egal schon. Also die kann ich überleben, die ich nicht gehabt habe mehr. Die tun mir nicht so weh. Ich tue meine Sachen, die ich verloren habe, gerade da unten so in etwa, weil die will ich eigentlich schon alle haben wieder. Das wäre natürlich nicht schön, wenn ich nicht zurückkommen könnte. Das andere Problem ist, wie komme ich da wieder runter? Ja, ich muss einfach stur runter. Stur runter ist nicht gerade die beste Variante. Ja, YouTube, ich weiß, stur runtergehen ist nicht die beste Variante und dann auch noch ohne irgendwas. Okay, das war jetzt so ein bisschen nicht gut. Dieses Problem haben wir jetzt natürlich weiter. Da haben wir Uranium. Sind es noch 31 Meter? Gut. Könnte man mal erklären, wo ich hingehe? YouTube, ich finde nicht meinen letzten Todespunkt. Das macht ja. Okay, das macht jetzt etwas Sinn. Dafür finde ich Tin, also komm, Tin ist immer super. Tin zu finden macht echt gerade Spaß, aber ich will meinen Todespunkt finden. Hallo? Ach, okay, da sind wir falsch gegangen, da hätte ich gar runtergehört. Gott, YouTube, Problem gelöst, ich weiß schon, wo ich hingehöre, da lang. Und irgendwo da bin ich dann runtergeflogen, kann das sein? Oh, bitte, liebes Spiel, machen wir das jetzt nicht. Tu jetzt nicht hacken. Ah, ich bin da, spiel auch noch rum. Oh, ich habe meine Sachen gefunden. Yay! Soll ich da jetzt runterspringen? Ach komm. Kann nichts passieren, hab ich alles abgedreht. Boah! Yes, das ist noch viel hier, was hier rumliegt. So, die Preisfrage natürlich jetzt. Hab ich alle Sachen wieder? Ja, da sieht ihr noch was. Habe ich irgendwas vergessen? Schauen wir mal kurz. Licht. Licht, bitte. Ja, ich brauche Licht. Ich sehe nicht. Ach, da ist noch was. Oh Gott, das ist mir fast alles vergessen hier. Ja, aber Tin habe ich wieder gefunden. Also, Tin ist. Das ist nice, hier Tin zu haben. So, einmal auf M, bitte. Wegpunkte. Diesen Punkt brauche ich nicht mehr. Löschen. Weg ist er. Yay. Zurück zum Spiel. Inventar neu ordnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy, crazy, crazy. So, was brauchen wir denn unten Inventar sicher und was brauchen wir unten sicher nicht? Wir brauchen mal das unten, das brauche ich unten, das gehört mal dahin, das gehört drauf. Den Kescher, glaube ich, habe ich auch gehabt. So, jetzt mein Inventar ist voll.
Cool, mein Inventar ist echt voll. Das hätte ich nicht geglaubt. Doch schon geordnet, oder? Sagt ihr was? Hab ich doch. Haben wir doch schön geordnet, oder? Hab ich das schön gemacht, YouTube? Ich kann das. Okay, ich kann es nicht. Aber man muss sagen, wir haben sehr viel Kohle gesammelt, muss ich mal sagen. So eineinhalb Stacks voll. Fast. Ja, eigentlich schon über eineinhalb Stacks, wenn man so genimmt. Ja, wir haben da Queen Saphir, wir haben Rubin, wir haben Uranium, wir haben da Ampere, wir haben Water Shard, wir haben Apatit. Da haben wir noch mehr Apatit, das ist eigentlich eh keiner braucht, meiner Meinung nach, aber gehört dazu. 2 Uranien sind ein bisschen wenig, möchte ich sagen, aber okay, da können wir noch mehr finden. Dann haben wir Tin. Viel Kopper haben wir eigentlich, 34 Kopper, ich meine, ich hätte noch mehr Kopper gesehen auf die Schnelle. Aber wir nehmen mal das, was wir haben. Ich meine, nur mit dem Ganzen bin ich wieder zurück, oder wie? Oh mein Gott, 361 Meter nach Hause, oh my goodness. Aber mich würde eigentlich eher reizen, noch ein bisschen abzubauen hier. Aber ehrlich, was bringt mir das jetzt? Nicht. Jetzt gerade bringt es mich so, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Also da bin ich knapp den Tod entgangen noch beim Creeper. Wurde dann aber von einem Zombie mit Schwert erschlagen. So, und jetzt haben wir die ganze Runde zu fertig. Jetzt haben wir noch einen Saphira hier in Blau. Jetzt haben wir dann alle Grundsorten des, ja, dieser Ära dabei, eigentlich mit diesen Saphira haben wir jetzt nicht das auch fertig wollen. Jetzt haben wir dann alles abgebaut, was es an Saphiren gibt. Tin nehme ich auf jeden Fall noch mit. Tin war es. Dann haben wir eines der wichtigsten Sachen im Kopper. Ich meine, okay, es gibt noch andere wichtige Sachen bei den Spielen. Man, will ich jetzt nicht behaupten, aber gehört eigentlich zu den wichtigeren Bestandteilen des Spiels. So, jetzt muss man noch einen guten Weg raussuchen, mal. Ich weiß noch nicht, wie man das am besten machen. Ja, das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Wie kann man hier noch einen Weg rausbauen, ich mal? So, einfach mal auf gut Glück. Einfach mal auf gut Glück raus aus diesem Q-Tel-Modul. Bei 6 oder 7 Frame. Ja. Liebe Höhle, ich komme wieder. Das ist ein Versprechen. Gut, da waren wir vorhin. Also rausfinden tut, glaube ich, leichter, als wieder reinzufinden. Das ist sehr witzig. Ja, okay. Gehen wir mal den Weg. Da leuchtet es zu schön. Ja, da leuchtet es gut. Das schaut gut aus. Das schaut ganz gut aus. YouTube, das schaut gut aus. Ich glaube, da geht es nach Hause. Oh, bitte lass es hier nach Hause gehen. Hoffentlich gehe ich nicht in die falsche Richtung. YouTube, bitte lass das nach Hause gehen. Wir sind auf Ebene 53. Wir sind auf Ebene 56. Okay, jetzt geht nach oben. Es geht raus. Es geht raus. Lass es Licht werden, lass es Licht werden, es wird Licht. Es wird hell. Oh mein Gott, es wird hell. Okay, hell wird es nicht, aber es wird ein bisschen besser, so wie wir gerade waren. Ich bin runtergeflogen, ich bin nicht drüber gekommen. Hopp! Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind draußen, wir sind aus dieser Höhle wieder rausgekommen. Ich bin nicht gestorben. Ich bin gar nicht gestorben in dieser Höhle. Es kauft mir doch keiner ab. Es glaubt mir doch keiner, dass ich in der Höhle nicht gestorben bin, oder? Glaubt ihr mir das, YouTube? Ehrlich? Ich glaub's mir selber nicht mal. Also, ich kann's euch nicht mal. Ich kann's euch nicht mal verübeln, wenn ihr sagt, nein, ich bin da drin gestorben. Mindestens einmal. Das war ja nur einmal. Öfters bin ich nicht gestorben. Aber dafür habe ich die Nerven verloren da drin. Einmal nerven bitte, heißt es wieder für mich. Aber ich kann es verkraften. Wie gesagt, das waren so, glaube ich, 17, 18 Level, was ich da gehabt habe. Es sind ja 7, also. Kommt YouTube. Die bauen wir ja gleich wieder hoch. Also da habe ich ja keine große Sorge eigentlich dabei. Ich brauche nur ein bisschen so Ampere abbauen. Ach Gott, Ampere abbauen, abbitte.
Appetat, um Gottes Willen. Ist eigentlich so ein leichtes Wort, aber so schwer eigentlich für mich gerade. Dann vielleicht Saphira abbauen oder Ruby, Rubin oder weiß ich nicht was, alles noch. Also das geht schon. Ja, wir bringen das jetzt einfach mal nach Hause, straight nach Hause bringen. Und dann ist diese Rettungsaktion, wie ich sie diesen Party auch nennen werde eigentlich, mal zu Ende wieder. Und ich mir glaube, wir werden fürs erste Mal auf Peaceful bleiben. Denn so können wir auf jeden Fall immer in Ruhe. Also wirklich in Ruhe, ohne dass wir, sagen wir mal, Probleme in puncto Zombies etc. bekommen. Einmal in Ruhe uns mit, ja, ich sag mal, Rohstoffen eindecken. Das ist eigentlich mein Grundziel gerade, sondern mit Rohstoffen eindecken. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne gerade, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich baue da jetzt oder ich mache da jetzt so weiter, wie ich jetzt gerade weitermache, weil ihr habt gerade gesehen, wie schwer und schnell man da weg ist vom Spiel. Das war jetzt einfach Pech. Na, ich nehme es mit Humor, sage ich nicht, also ich nehme es wirklich mit Humor. Sag nicht, dass ich das jetzt nicht mit Spaß nehme, was hier passiert ist, aber ich sage auch, es ist von spielerischen her für euch auch leichter zu beobachten, wenn ich es so mache und handhabe. Dann kann ich natürlich auch das Essen lassen, da geben wir jetzt auch mal die Rubine, die Ampere und das, das Uranium rein. Nicht was anderes, nicht was ich gerade denkt. Jep, ich hätte mich selber gerade versprochen. So, da geben wir mal das rein. Sonst setzen wir hier die kurz runter. Die man kurz ausräumen kann. Ja gut, da ist eigentlich nichts drin. Da ist gerade mal ein Marble drin und ein. Okay, da ist schon mehr drin. Okay, also da haben wir schon brav eingesammelt und okay, da ist gar nichts drin. Passt. Das heißt, ich kann nur noch machen. Pflasterstein, Pflasterstein, Kies, Pflasterstein, Feuerstein? Gehen wir Marble gleich dazu. Passt da, glaube ich, schön dazu, das Marble. Jetzt weiß ich, was ich vorhin Oh Gott, hier nochmal. Ja, Jutta, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, runterzugeben. Nehme ich eine Axt vielleicht? Das wäre auch so eine Idee gewesen. Warum sagt mir das denn keiner? Jutta, warum sagt ihr mich, dass ich die Axt runtergeben muss? Ach, Jutta. Ein Verlass wieder mal. Ja, so ein Verlass wie auf mich selber. Sehen wir so, wie es ist. Auf mich kann man sich ja auch nicht verlassen. Die dumme Aktion eigentlich, hat mir eigentlich viel erwartet. Ich hätte noch ein Minimum-Scherbe gebraucht. Jetzt kann ich die Zombies jetzt richtig drauf drehen. Mensch, mein Jahr. Egal, drehen wir es nochmal auf. Danach haben wir dann noch ein Minimum-Scherbe. Dass wir da mal einen Minimumstein haben. Denn der bringt uns schon einiges, so ein Minimumstein. Was mache ich mit Sinapower? Kann mir mal. Das ist jetzt das gleiche wie Ampere. Okay, mit dem kann ich gar nichts machen. Ist ja wieder super. Oh ja, ich kann. Kann ich das nicht so. Warte mal, das kann ich doch in einen. Irgendwo kann ich das reingeben und dann kann ich damit was machen, von dem ich jetzt vielleicht nicht weiß, was ich machen kann, aber ich kann irgendwas damit machen. Kann ich das brennen? Ja, das kann ich brennen! Ja, Gott, was wird denn das? Ja, was wird das jetzt? Es ist ein Cinnabar Ore. Und das wird zu Quecksilber. Na, super. Na, das haben wir jetzt wieder mal gebraucht. Wir haben Quecksilber. Ja. So, den Tin geben wir auch noch rein und jetzt haben wir das Ganze noch einmal ordnen. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Fit the Beast Light bei mir im Kanal mit mir. Und dann geht es wieder runter in die Höhle. Wir holen ein paar neue, also noch neue oder ein paar mehr an Rohstoffen. Und dann geht's Richtung. Schauen wir kurz. Ach, was setze ich denn einen Wegpunkt hier wieder? Richtung. Diese Richtung. Das ist.
Osten. Okay, dann geht's nach Osten. Nach East. Von da sind wir gerade gekommen. Okay, wir müssen in den Westen gehen. Gut, beschlossene Sache, wir gehen in den Westen. Aber wenn wir dann hinmarschieren, schauen wir mal, ob wir dort einen Rubberwood finden. Ja, das war's fürs Erste. Ich sag danke fürs Zuschauen nochmal. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fit Beast Light. Minecraft bei mir, ein Kanal. Und ich bin weg.